dann an alle erstmal wunderschönen guten Morgen. Also für mich ist es am frühen Morgen, wir haben es 8.40 Uhr. Wir haben Lockdown, Lockdown live. Und moin. Wir fahren heute, also ich und Schnibbi, deswegen zweites Motorrad drin. Wir sind heute auf dem Weg, also was heißt wir? Ich alleine bisher, Schnibbi kommt nach, weil Eme muss er noch beim Abwasch helfen und Strümpfe zusammenlegen. Oi! Und ja, wir sind heute auf dem Weg zum MSC Schön. Deswegen werde ich gucken, was wir heute so ein bisschen filmen können. Schnibbi wird dann nachher bestimmt auch noch mal was sagen, wenn er dann kommt, so jeden 18 Uhr. Und ja. Mal Kamera festhalten. Ui, ui, ui. Und ja. Kommt hier noch? Nee. Ist ja relativ wenig. Ich dachte, ich mache mal wieder einen Vlog, weil es ist ja dieses Jahr durch Corona alles ein bisschen anders gewesen als normal. Die Pläne für die nächsten Wochen sind übrigens noch Umbauvideo bzw. Zerlegen von dem guten Ding hier, von der Yamaha. Osmobit wird reaktiviert. Da denke ich mal, mache ich auch noch mal ein cooles Video. Und eventuell kommen noch mal ein paar Updates am Straßenmobit, aber alles im sachlichen Bereich. Ist eine neue Telegabel geplant und wahrscheinlich mal andere Räder. Und ja, mal gucken. Aber jetzt erstmal MSC Schön. Bisschen Vlog. Yeah, bis gleich. So. Nach der Anmeldung folgt jetzt das internationale Anziehen. Schnippis Motorrad steht noch drin. Wegen nicht guter Führung. So, also Abstandsregelung und so geht auch alles. Alles ganz nett. Und haben uns jetzt mal anziehen und dann gucken wir mal, wie es läuft. Heute auch richtige Legenden am Start. Marc Neumann alias der an Poolhaus hat. Das ist der Zar 2. Und hier Thomas Lieske. Bist du Thomas? Krankenbruder. Nee, du? Nee. Thomas Lieske. Ziehst du rein, mein Bruder. Erstmal snoosen. Erstmal schon. Nehmt ihr das, ja? Bei Gelegenheit nehmen wir das auch und ansonsten nehmen wir hier die Treppe gleich auf Lunge. Marc, du auch? Marc ist übrigens schneller als ich mittlerweile. Das ist eigentlich übelst traurig. Eigentlich nur noch Cornerspeed. Der ist letzte Woche auf der Kleppe durch den Anlicher gezittert, alter Schwede. Ey, danach hat hier, ist Kevin Schwarz direkt rausgefahren und hat gesagt, da muss ich erstmal nachschalten. Jetzt ja. Ja. Na gut, wir ziehen uns jetzt erstmal an und dann geht's los, oder? Ja, ja, Marc ist ja schon angezogen. Ist, zieh jetzt deine Jogginghose aus und los geht's. Nein! Und Thomas, eine 25er gesetzt oder was? Warte. 20 schon 18 Sekunden, mein Bruder. Ja, dann nehmen wir noch 5 Minuten reinfahren, 5 Minuten rausfahren. So, bei 30, oder? 5 Minuten 14? Nee, ja. Ja, ist in Ordnung, war gut. Sah aber aus. Aber sah gut aus. Ich und Marc haben dich angefeuert vom Turm aus. Ich hab's gehört, Alter. Es war wie bei den 80.000 da gewesen. Guck mal, wer da ist. Der Weihnachtsmann! Schönen Bus habe ich heute, Tino. Ey, hör mal, dein Golf wird noch zum Rennwagen. Ich bin genau in 90 Minuten von der ganzen Reihe bis Köln. Ich habe 45 gebraucht. Alter! Affe. Geht nochmal los.
brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy barely see where I reside now. Put the time in while you always got a time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah, now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. Und Tino, was sagst du? Ja, du holst halt besser wie groß. Ja, nee. Aber du hast doch keine Lampe mehr dran. Ja, das Kabellicht da. Das Kabellicht da. Also sag mal, packen wir bitte ein und trinken Bier. Bier? Nein, ein bisschen fahren wir schon noch. Okay. Jetzt hat sie aber Angst. Was? Na, hier zwei Verbrecher. Wenn du mal richtig Interview-Papa suchst, gell? Kann ich dir den Mann in den Adidas Sneaks empfehlen, gell? Mit der weißen Sohle. Da kriegst du wieder. Da krieg ich Feedback, ja? Feedback und Input. Wenn du mal richtig den sehen möchtest, was brennen lässt, dann musst du mal die Geige 100 im Auge behalten. Vor allem hier beim Zieler. Mittagspause um 11.18 Uhr. Tea Time. Das ist doch eh kein Tee. Was ist das? Wurst Banane mit Himbeeren. Nur weg. Alle. Was ist mit dir? Tino, haben wir jetzt. Hey! Haben wir jetzt. Haben wir jetzt gerade. Haben wir jetzt Sponsoring-Geschenke gekriegt? Ich weiß nicht, ob das Sponsor ist. Ich muss Geld dafür bezahlen. Ich nicht. Ach, nee, zeig's mal bitte fürs Video. Ach, die Jacke. Doof. Ja, eine schöne. MSC Schönjacke. Mega. Mit Logo. Geile Sache. Von der Stickerei Single. Alles Dietrichs Rote. Jo. Top. Die fette Quill. Grill. So, jetzt zweites Training nochmal. Jetzt war Mittagspause, erstmal 2 Stunden. Und jetzt machen wir zweites Training und mal gucken. Vielleicht filme ich nochmal ein bisschen, vielleicht finde ich auch mal einen, der mich filmt, aber das will ich noch so richtig sehen. Aber ist ja erstmal egal. Übrigens, Live Behind Bars Pullover. Ja. Hau ich einen Link mal in die Videobeschreibung. Und mit dem Code alles auf 94 könnt ihr 5 Euro da sparen. Also wer Interesse hat, gern. Gar noch die Stiefel kaufen von Schnippi. Thank you.
Holz im Kasten. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Aber Knut hat dich vorhin trotzdem versehen, obwohl ich es nicht gefilmt habe. Ja, vorne ist es nicht aufgefallen, hast du eh nicht. Gut.